Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Bloodstained. Alles ist scheiße groß mit mir, dem Terminus. Und ja, alles ist scheiße groß. Ich glaube, da hinten in der Nähe ist ein Drache, der vergrößert wurde. Wie alles hier. Alles hier. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ihm gehörig auf den Arsch geben. Der müsste jetzt gleich hier irgendwo sein. Kann ich mal. Das ist ein Abgrundwächter. Das kenne ich doch. Boah, heiß. Aua. Nee, der sieht nicht aus, als wäre er größer. Aber heißt das, ich werde jetzt meinen Strahl verstärken können? Warte, 62, pass mal auf. Nicht Säurestrahl. Tis Roseis, oder? Rosein. 62 macht das. Ich gehe mal stark davon aus. Oh ja. Komisch, der Abgrundwächter resistiert sich selber. Aber die Seele. Egal. Das heißt, ich kann hier farmen. Wenn ich denn will. Was schon Sinn gibt. Aber ich glaube, meine stärkste Waffe stärker machen. Ist nicht hart dumm. Kann ich bitte das aufdecken? Danke, cool. Ja. Die sehen halt schon minimal gruselig aus in der Größe. Hallo. Ja, das ist ein bisschen Trankkauferei. Wenn ich das denn noch kann. Wie gesagt, es heißt, Dominique, ich sehe eine blöde Kuh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mir jetzt noch so alles erlaubt ist und was nicht. Ich glaube, wir erkunden mal den Raum noch, soweit es geht. Das Problem ist, ich darf hier nicht oben lang. Unten fehlt mir ein gutes Stück und hier kann ich einmal nach oben fallen. Einfach einmal nach oben fallen. Ungefähr hier. Hui. Ups. Au! Alles klar. Fuck you. Dann gehe ich halt wieder. Du Fucker! Hier war, glaube ich, noch eine Kröte. Die habe ich kaputt gemacht. Okay. Stein, was geht ab? Kleiner Rocky Mann. Oh Scheiße. Aber die Pflanzen sind auch hart gruselig in der Größe. Die können zwar nix. Aber mich erschrecken. Das hat vielleicht auch schon irgendeinen Wert. Hallo? Ist aber nix. Hier ist eine riesige Öffnung. Was heißt denn das? Hier geht's weiter? Weil hier ist keine Abgrenzung an der Karte. Oder wie habe ich das zu sehen? Wo will ich jetzt lang? Ich glaube tatsächlich ganz ehrlich, bevor ich hier irgendwo weitergehe. Nein. Da will ich erstmal in den rechten Raum. Weil hier war halt storymäßig gut was unterwegs. Da kommen wir auch nicht rein. Links war halt Opa-Zeit. Mal gucken, was rechts ist. Das ist einfach Grammar. Oh. Bye bye, Opa. Schade, na gut. Mir gefällt das Gebiet nicht so sehr. Da bin ich ein bisschen Panik. Und vor allem, es gibt noch ein Gebiet. Ich weiß, es wird noch ein Eisgebiet kommen. Das habe ich blöderweise nicht überlesen können. Ich habe auf dich einfach keinen Bock, ja? Einfach keinen Bock. Könnte ich irgendwo speichern, das fände ich so. Habe ich das gerade gesehen mit der Karte? Dass die Tür ja erst kleiner aussah, bevor ich oben links das aufgelegt habe? Jetzt ist sie wieder kleiner. Okay. Mach was du willst, Karte.
Ist dein Leben, ich kann dich zu nichts zwingen. Lass mich raten. Von beiden Seiten ist jetzt uncool. Ich habe mir fast gedacht, dass hier das Ding rauskommt. Ne? War jetzt schwer zu erraten, ich weiß. Ich bin einfach krass. Zockerring. Alter, habe ich sowas nicht schon? Gut, hier war also nicht so viel. Ich würde es mir jetzt... Oh, das ist minimal ärgerlich. Aber bevor ich allzu viel Scheiße baue... Sehr uncool. Bevor ich jetzt allzu viel Scheiße baue, würde ich hier nochmal aus dem Portal raushüpfen. Und speichern. Und wenn es eigentlich nur ist, weil ich jetzt ein bisschen Karte aufgedeckt habe. Gut, die ganzen Items, die ich in dem großen Raum gefunden habe. MP ab, TP ab, ich bin ein Feuerball. Haha. Oh, Schokolade. War auf jeden Fall eine gute Idee, eine Ladesequenz Schokolade zu essen. Weil dann habe ich ja auch Zeit dafür. Gibt das Sinn, wenn ich jetzt hier einfach links entlang laufe und da kurz speichere? Okay, die großen halten schon mehr was aus. Ihr haltet dafür echt nicht mehr viel aus. Und die Bogenschützen waren mal richtig, richtig gut. Da war ja meine Lieblingsseele, bis ich den Drachen verprügelt habe. Oh, Schokolade! Jetzt habe ich nur noch ein Stück liegen. Muss ich sparsam sein. Oh, Schokolade! Ich weiß, ich bin ein Funny Mongo Man. Ciao. Leck mich. Au! Leck mich, habe ich gesagt. Der hat was droppen lassen. Dann nehme ich mit. Ciao. Ey! Gut, wie du bist. Selbstmord ist manchmal scheinbar eine Lösung. Böser Hund. Böser Hund. An den Raum kann ich mich erinnern. Ich glaube, wir müssen den freundlichen Herrn übrigens besiegen. Da bin ich mir relativ sicher. Der da die Flügel hat und so, der ist auch immer am Ladescreen. Ich weiß nicht, ob der noch wichtig wird. So letzter Boss mäßig. Weil Grammary ja scheinbar Mongo ist. Weil die habe ich jetzt zweimal zerschnitten, weil die doof ist. Und der Masterplan war es, den Weichei zu kontrollieren. Den Weichei zu kontrollieren. Das war ich ein. Oh. Tschüss. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn einmal schlagen soll. Was auch ginge, um Magie zu sparen. Na, dann kam beide auf mich zu und dann dachte ich mir, ach komm. Weg dem Müll. Ich kriege hier gut Mokoöl. Wisst ihr, was mir das bringt? Richtig. Nicht so viel. Jetzt habe ich trotzdem, ich finde noch eine Speicherstation. In den nächsten 12 Minuten wäre ganz geil. Weil dann ist es nice. Und wir können jetzt auf jeden Fall erstmal durch die eine Tür. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Große Tür? Immer noch große Tür. Ah ja. Große Tür? Immer noch große Tür. Okay, wenn du das sagst. Soll jetzt hoffentlich nicht verhauen werden. Wir wollen einfach nur durch die Tür. Ich habe nichts dagegen, den Drachen noch ein paar Mal zu verkloppen. Einfach für die Chance auf die Seele, echt jetzt? Ich meine, wenn es so hart auf dem Weg liegt, dann habe ich nichts dagegen, mal ganz kurz 500 abzuschneckern. Da zeige ich euch, wie es ist. So, was geht hier ab? Au, das stand ich aber nicht drin. Was ist das? Was ist wirklich drin? Oh, mir ist verwirrt, egal. Ich will das aufdecken. Ist mir irgendwie wichtig. Boah, die sind aber auch hässlich, mein Freund. Wie so vieles hier. Was geht ab? Ach du Scheiße. Ihr seid gruseliger, wenn ihr 50 Meter groß seid. Ich bin ja noch nicht 100% sicher, warum ihr alle riesengroß seid.
Das hat sie mir noch nicht... Noch nicht ganz erschlossen. Ich habe den gerade nur gesehen und gedacht, Was hat ihr jetzt? Oh cool! Das wäre auch gut gemacht. Ah ja, so auch einfach Riesenkanonen. Und ein Frosch. Das sieht fast aus wie die Heimgang. Aber ich bin nicht so klein. Die brauchen alle ganz schön viel Magie und ich hätte gerne noch... Ich würde mal ganz kurz nach oben gucken, weil ich glaube, das ist eine Sackgasse. Dass ich das nicht hier aus Versehen vernachlässigungswürdige. Da, das sieht auch aus wie Secret. Natürlich kann ich das nicht öffnen. Ist zu weit weg. Wegstein! Das ist nicht mal schlecht, weil ich glaube, ich habe keine mehr gehabt. Schon seit langem. Ich laufe durch die Gegend. Das finde ich sehr... Da kann ich aber auch durchhüpfen, ist das komische. Na, nur teilweise. Komische Wände. Ey, schießen oder nicht? Okay, ihr seid ganz schön Mongo. Darf ich das mal ganz kurz anmerken? Zu dir komme ich bestimmt auch irgendwie, ja. Fledermaus. Die ist aber besiegbar. Ist aber auch nur eine normale Fledermaus. Nee, du schießt nicht. Kein Interesse. Das geht. Machen wir das doch mal ganz kurz so. Mach ich gut weniger Schaden, aber ich mach Schaden. Donnerstflug. Oh, hi. Boxen, Boxen, Boxen. Ne, warte mal. So viel weniger Schaden hat es gar nicht gemacht. Ich habe nur nicht so hart aufgepasst. Aua. Wow. Temia Spray. Kann ausweichen, tut's nur nicht. Entscheidet sich dagegen. Boing. Ja, Geld ist gut. Wer bist du? Sag mir nicht, das sind jetzt Ninjas. Hallo? Ich muss jetzt ein Rennen machen gegen den. Ja, tut mir leid. Ja, sicherlich. Ich verstehe. Ich habe die Eggesplatte an hier. Aber mein Teleporter-Schrei ist so hart langsam. Also ich kann nicht so ganz abkeepen. Der hätte mich erwischen können. Es gibt passive Seelen. Bitte. Ah, jetzt bist du ein Gegner. Gut. Es gibt passive Seelen, die mich schneller laufen lassen. Aber ob die das sind, was ich hier brauche. Gucken wir mal, ne? Steige Bewegungslinie unter Wasser. Ja, dann nee. Steigert Schaden durch Schuhe, durch Schwert, blablabla, kann ich mir nicht mehr. Geld ist Macht vor der Weisheit. Aber es gab doch was, was mich schneller laufen. Nein, nein, nein. Also, interessant. Aber nicht einfach.
kann das schon probieren. Ich glaube, mit meinem Teleporterstrahl ist das teilweise möglich. Ja, komm, versuchen wir es einmal, warum nicht? Aber ich glaube halt, das geht so nicht. Was ich machen kann. Dann läuft er aber nicht los. Ja, meinetwegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Er ist ein ganz schön flotter Junge. Einfach durchlaufen. Oh, das blockt das auch. Kannst du bitte nicht? Nein! Das ist aber am Ende noch mal ein ganz schönes Stück, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also selbst wenn ich das alles noch ein bisschen besser mache, glaube ich nicht, dass das genug ist. Aua. Ne, da brauche ich auf jeden Fall noch irgendwas. Na gut. Na gut. Ich weiß ja nicht, ob mein Teleporterstrahl für Normalbewegung, wenn ich laufe und den schon auflade. Weiß ich nicht, ob das viel bringt. Ich werde es jetzt nicht nochmal versuchen. Das sieht mir ehrlich gesagt zu krass aus. Kannst du den auch angreifen? Kannst du ihn richtig angreifen, bitte? Wäre voll cool. Aua. Dumme, doof Hitbox. Da kämpfe ich lieber gegen die Kanonen, die sind nämlich ziemlich dämlich. Oh Gott, da steht Scheiße. Alles gut. Wie schon meine Mama immer sagt, ja, alles tut dir, alles fruti, alles fein. Warte mal. Das sieht so aus, als ob ich den Boden kaputt mache. Mach ich aber nicht. Okay. Die können auch gar nicht schießen, weißt du, wenn man die verhaut. Das ist schon weicher, die Tool. Was ich aber jetzt mache, ist, glaube ich, nochmal zurückgehen zum Speichern. Weil ich halt nicht weiß, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Hallo Freund. Und dann beenden wir die Folge. Zumindest wissen wir ja jetzt, wo wir dann hin müssen. Das ist ja schon was wert. Beziehungsweise sage ich, wir haben eine grobe Ahnung. Nein. Ach ja. Ich habe keine Magie. Das mag problematisch klingen. Ist es aber auch. Danke, dass sie sich für Verrecken entschieden haben. Ist mir ganz lieb. Oh Gott, hier ist alles so groß und kacke. Bin fast tot, ohne Magie. Alles super. Gut, so fast tot bin ich nicht mal. Aber genug, dass ich jetzt nicht weitergehe. Weil wie gesagt, die Tränke... Ich müsste mal in den Shop gucken, ob die noch da ist. Weil wenn nicht, dann ist ganz schön doof. Dann sollte ich die Tränke auf jeden Fall sparen. Ich könnte den Millionärsboss machen, aber das ist genau das, was Tränke sparen nicht ist. Nicht gut. Ich habe nicht ganz das Portal getroffen. Ist das schlecht?
Aber ja. Mal drüber laufen. Ich meine, das habe ich bei den Großen gesehen. Was sind das für Gegner? Die sich einfach. Ne, weißt du, wo du einfach drüber laufen kannst? Wer macht sowas? Finde ich jetzt komisch, komischer Fetisch von denen, aber gut. Wenn sein muss. Die halten also schön wenig aus. Kann ich mitleben. Quietsch, quietsch. Hallo. So. Dann würde ich sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir erkunden das mal ganz schön langsam. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Terminus raus. Bye bye. Discord-Link wie immer in der Beschreibung. Woo!